In diesem Video zeige ich euch ein Werkzeug, das ihr möglicherweise nicht kennt, auch wenn ihr zu den Menschen gehört, die ein Problem mit dem Zeichenstiftwerkzeug habt, dann bleibt dran. Es wird spannend und hilft euch enorm. Ich zeige euch gleich zwei Varianten, wie ihr einen Pfad automatisch erstellen könnt. Zuerst zeige ich die einfachste Variante und dann das neue Werkzeug. Also bleibt dran und verpasst das Werkzeug nicht. Ich nehme das Objektauswahlwerkzeug und wähle das Objekt aus, indem ich einfach draufklicke. Ich bekomme eine Auswahl. Rechtsklick darauf und ich wähle Arbeitspfad erstellen aus. Nun muss ich einen Toleranzwert eingeben. Toleranzwerte können zwischen 0,5 und 10 Pixel liegen. Je höher der Toleranzwert ist, desto weniger Ankerpunkte werden verwendet und desto glatter ist der Pfad. In unserem Fall wähle ich 5 Pixel aus und klicke auf OK. Der Pfad wurde erstellt. Das ging einfach und schnell. Nun zu dem Werkzeug, was ich euch versprochen habe. Dafür aber muss man die Photoshop-Einstellungen anpassen. Ich gehe zu den Einstellungen, Bearbeiten, Voreinstellungen, Technologievorschau. Hier aktiviert man inhaltsbasiertes Nachzeichenwerkzeug und klickt auf OK. Jetzt muss man Photoshop neu starten, damit die Einstellungen aktiviert werden. Und wenn wir danach zu dem Zeichenstiftwerkzeuge-Gruppe gehen, dann sehen wir hier ein neues Werkzeug, inhaltbasiertes Nachzeichenwerkzeug. Ich entferne den Pfad, was wir vorher erstellt haben. Und wir werden das Ganze erneut machen, aber mit dem neuen Werkzeug. Wenn ich jetzt den Cursor über die Kante des Objektes bewege, wird sie hervorgehoben. Aber aufgepasst, bei verschiedenen Zoom-Stufen wird Photoshop Kanten anders identifizieren. Ich zeige ein Beispiel. Ich habe ein Bild von einer Katze. Übrigens, eine Katze, glaube ich, verdient einen Daumen hoch. Also da unter dem Video für die Katze einen Daumen hoch. Und wenn ich jetzt mit dem Zeiger über die Kanten fahre, seht ihr, was passiert? Ich hoffe, ihr könnt sehen. Werden nur einzelne Härchen erkannt. Wenn ich aber das Bild verkleinere, ich verkleinere das Bild, und nehme wieder das Werkzeug, werden gleich größere Bereiche erkannt. Seht ihr? Hier. Zurück zu unserem Bild. Also, wenn ich jetzt auf die Kante klicke, wird ein Pfad erstellt. Das war aber eine leicht erkennbare Kante gewesen. Was, wenn die Kante komplizierter ist? In diesem Fall erstellt das Werkzeug nur einen Teil des Pfades. Ich klicke drauf und wir haben nur einen Teil. In diesem Fall halte ich die Shift-Taste gedrückt und füge weitere Teile hinzu. Und so weiter. Schauen wir uns die Werkzeugeinstellungen an. Eine sehr wichtige Option ist Detail. Wenn ich den Detailregler nach rechts verschiebe, zeigt Photoshop eine Vorschau der erkannten Kanten. Wenn ich den Regler nach rechts verschiebe, erhöht sich die Anzahl der Kanten. Wenn ich aber den Regler nach links verschiebe, wird die Anzahl der erkannten Kanten reduziert. So, ich verschiebe diesen Regler, bis ich die äußere Kante vollständig sehen kann. Ungefähr so. Noch eine wichtige Option ist Nachzeichen. Damit kann man festlegen, wie detailliert oder strukturiert das Bild vor der Verarbeitung des Nachzeichens ist. Ich wähle vereinfacht aus. Nun klicke ich und erstelle nach und nach einen Pfad. Also, ich klicke, dann halte ich die Shift-Taste gedrückt, klicke ein Stück weiter und weiter und weiter. Jetzt geht es hier hoch und noch höher und noch höher und weiter. Und hier wird anscheinend der Pfad nicht erkannt, also muss ich noch ein bisschen den Detailschieberegler nach rechts verschieben. Dann wird es bestimmt besser.
So, fertig. Wenn manche Bereiche nicht so gut erkannt wurden, zum Beispiel so wie dieser Bereich, wechselt einfach zu dem detaillierten Modus. Dann werden die Kanten viel besser erkannt. Wie ihr wisst, eine ideale Auswahl gibt es in Photoshop selten. Das heißt, ich muss den Pfad noch anpassen. Dafür brauche ich ein klassisches Zeichenstift-Werkzeug. So, ich nehme das Werkzeug. Um einen Ankerpunkt zu löschen, klickt einfach drauf. Ich halte STRG oder CTRL-Taste gedrückt, klicke ich auf den Pfad, damit alle Ankerpunkte angezeigt werden. Jetzt, wenn ich einen Ankerpunkt löschen möchte, ich lasse STRG oder Command-Taste los und klicke auf den Ankerpunkt, was ich löschen möchte. So, das war einfach. Um einen Ankerpunkt hinzufügen, klickt man auf die Stelle, wo man einen Ankerpunkt zufügen möchte. Zum Beispiel hier. Um den Punkt zu verschieben, halte ich die STRG oder Command-Taste gedrückt und ziehe den Punkt an Position, die ich haben möchte. Sollte der Pfad irgendwie so wie hier oder hier falsch gerundet sein, halte ich die Alt- oder Option-Taste gedrückt. Und hier haben wir zwei kleine runde Regler. Wenn ich drauf klicke und ziehe, kann ich die Position des Pfades anpassen. Genau so kann ich hier machen. Ich halte Ctrl-Taste gedrückt, klicke auf einen Ankerpunkt, lasse die Ctrl-Taste los, also STRG-Taste los, halte Alt- oder Option-Taste gedrückt und passe hier den Pfad an die Stelle, die ich brauche. Genauso wie hier. Hier können wir auch alle Ankerpunkte so verschieben, wie wir sie brauchen. Manche kann man löschen, zum Beispiel diese Punkte, und mit Alt- oder Option-Taste die Rundheit. Und mit Alt-Taste kann man aufpassen, dass die Linien rund oder weniger rund sind. Und so kann ich den Pfad schnell anpassen. Man muss logischerweise überlegen, wie auch mit anderen Werkzeugen, wann das Werkzeug am besten zu nutzen ist. Aber damit kann man grob auch schwierige Pfade erstellen und dann bleibt nur die Korrektur des Pfades. Ab und zu ist es schneller, einen fertigen Pfad zu korrigieren, als einen neuen zu erstellen. Ab und zu, aber nicht immer. In dem nächsten Video werde ich euch etwas zeigen, was mit Instagram zu tun hat. Also bleibt dran und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!